Und ein ganz entscheidender Punkt darin ist, Sie sagen, wenn jemand positiv getestet ist mit dem PCR-Test und keine klinischen Symptome aufweist, dann solle man nochmal testen. Das ist ja nun bisher nicht passiert in Deutschland. Einige Fußballer konnten sich das leisten. Da wurde auch drüber geschrieben, dass die sich dann freitesteten ein zweites Mal. Und nun kamen ja viele hunderttausend Menschen in häusliche Absonderung, wie sich das nennt, und die hatten alle nur einen Test. Jetzt wäre die Frage, aufgrund dieser Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation, wollen Sie das ändern? Bekommt jetzt jeder eine Möglichkeit, der keine klinischen Symptome hat, dann zu einem Zweittest? Wird das auch mit den Kassen gemacht? Und wie schätzen Sie das ein, dass bisher möglicherweise dann eben viele in häuslicher Absonderung waren, obwohl sie es gar nicht hätten müssen nach diesen Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation? Danke. Herr Reitschuster, diese Frage haben Sie jetzt, ich weiß nicht, viermal gestellt, fünfmal gestellt. Die sind aus berufendem Munde, sind die beantwortet worden, und ich würde echt darauf verweisen. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen, tut mir leid. Zusatz? Sie sind eben nicht beantwortet worden, in meinen Augen nochmal die Frage. Wird bei einem positiven Test ohne klinische Symptome nochmal getestet? Ist das geplant? Ja oder nein? Sie können das doch beantworten. Ich bleibe bei der Antwort, die ich gerade gesagt habe. Zu WHO, zu dieser Geschichte ist mehr als genug an dieser Stelle gesagt worden. Warum führen Sie immer Debatten, die die Menschen verwirren? Wir wollen doch Leben retten. Warum kommt immer Debatten zu führen, die der Verwirrung entgegenwirken? Dafür muss ich wissen, wie die Zahlen tatsächlich sind. Ja. Es gibt diese Befürchtung, und ich wüsste gerne, was da dran ist. Wir geben Ihnen alle Zahlen, die wir haben. Sie haben sechsmal die Frage nicht beantwortet von mir. Es ist das sechste Mal, dass man diese Frage nicht beantwortet mit diesen zwei Tests. Also das ist doch sehr merkwürdig. Sechsmal wird die Frage nicht beantwortet. Ich habe sechsmal nach diesen Zweittests gefragt, und dann, also ich komme mir wirklich für dumm verkauft vor. Und auch jetzt wieder. Man kann doch diese Frage beantworten. Warum wird das nicht beantwortet? Und warum sagt die Vorsitzende noch, ja, Sie haben das doch schon so oft gefragt, wie Kritik mir gegenüber? Ich meine, da werde ich kritisiert, dass ich nachhacke und nicht die Regierung, dass sie nicht beantwortet. Wir müssen mir jetzt sagen, wenn die Frage leicht zweigeteilt ist, dass man dann gleich nicht mehr darf. Das ist wirklich. Jetzt hast du mich mit ihm dran. Es sieht ja so aus, als ob wir jetzt irgendwie miteinander geredet haben. Ja, das hat mich jetzt besonders gewundert. Ich glaube, der Kollege Jung war das, dass der dann auf Sie zukommt ist, und auch noch ein anderer, dass man nicht mit mir im Bild erscheinen will. Also ich leide an keiner ansteckenden Krankheit. Ich hatte auch die Maske auf. Und wo sind wir denn? Ich war immer überzeugt, dass kritisches Nachfragen, dass das die Aufgabe von Journalisten ist und dass die auch ein bisschen zusammenhalten, wenn es gegen die Regierung geht. Dass jetzt aber jemand wie die Süddeutsche das ja offen geschrieben hat, die Beschwerden von Regierungssprechern aufgreift, dass einer zu kritisch fragt und dann den angreift. Also das ist etwas, was ich für einzigartig halte in einer freiheitlichen Demokratie. Das kennt man eher aus anderen Staaten, dass man also mobbt. Und das war Mobbing in meinen Augen, dieser Artikel. Da waren auch unwahre Behauptungen drinnen. Und es war einfach ein Mobbing-Artikel, wo man eine Stimmung erzeugen wollte, dass ich hier ausgeschlossen werde.
eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald, Gunnar Schupelius hat in der BZ in einem Bericht geschrieben, die Bundesregierung habe keine Beweise für die Wirksamkeit des Lockdowns. Daher meine Frage, welche wissenschaftlichen Studien haben Sie? Danke. Also Herr Reitschuster, Sie wissen, dass wir grundsätzlich nicht Kommentare von Journalisten bewerten. Und an dieser Stelle würde ich es auch so weiterhalten. Das ist dann jetzt aber ein Missverständnis, Herr Ewald. Ich habe ja nur das Zitat gebracht und habe daraufhin eine eigenständige Frage vorgebracht. Und die Frage hat ja nichts mit diesem Zitat zu tun. Ich wiederhole die Frage gerne nochmal, welche wissenschaftlichen Studien. Also wenn Sie mir einen Satz aus dem Kommentar so hier vorlesen und mich da um eine Bewertung bitten, ohne sozusagen den erweiterten Zusammenhang und den Begründungszusammenhang hier darzustellen, dann kann ich dazu nichts sagen. Dann ganz ohne den Satz die Frage zum dritten Mal, welche wissenschaftlichen Studien hat die Bundesregierung? Danke. Ich habe jetzt das gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Frau Geuter. Meine Erfahrung ist aus Russland. Sie zeigen einem die Verachtung nicht so deutlich wie hier. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Also Wladimir Putins Pressechef, Dmitri Peskov. Ich kenne den noch, wir haben schon auf dem Balkon zusammen geraucht und wir sind politisch Spinnefeind. Aber auf der menschlichen Ebene ist das okay. Und er sagt auch menschlich, er hat Achtung vor mir. Er sagt, Boris, ich weiß, du bist ehrlich. Du bist nur auf der falschen Seite. Aber ich respektiere das. Und davon spüre ich hier nicht mehr ansatzweise irgendetwas. Also hier spürt man wirklich so eine Verachtung, die, ich sage es jetzt mal ganz böse, ja, also es ist jetzt der russische Geigenhummer, man möge mir das verzeihen, aber wenn die Russen mich da umbringen würden, die würden ehrlich auf der Beerdigung dann weinen und sagen, Mensch, schade, war ja ein guter Typ, aber wir mussten mal für Volk und Vaterland. Während man hier den Eindruck hat, das wäre ganz anders. Ich hoffe, ich habe mich jetzt diplomatisch genug ausgedrückt. Mir wurde als Mitglied der Bundespressekonferenz eine Woche lang mein Kanal gesperrt. Ich konnte nicht berichten aus der Bundespressekonferenz. Das ist mit keinem Wort erwähnt und es ist auch mir nicht bekannt, dass sich irgendjemand dafür eingesetzt hätte, dass man als Mitglied der Bundespressekonferenz seinen Kanal hat, wo man mit den Leuten sprechen kann. Und jetzt geht's los, jetzt muss ich hoch. Und an Herrn Spahn noch eine Frage. Die nächtlichen Ausgangssperren hat Ihr Ministerium begründet mit wissenschaftlichen Studien. Und auch auf der Seite werden wissenschaftliche Studien angeführt, die aber gar keine sind. Die sind alle drei nicht peer-reviewed, also nicht überprüft. Da sagen Wissenschaftler, das sei unseriös, die als Studien zu bezeichnen. Wenn Sie das noch klären könnten. Danke. Die Frage, was Sie als wissenschaftlichen Studienstandard akzeptieren oder nicht, ist im Übrigen ja auch eine Diskussion, die wir seit 14 Monaten haben, wo tatsächlich erste Studienergebnisse ja auch schon veröffentlicht werden, früher als man das sonst, die Diskussion hatten wir ja auch in anderen Aspekten, auch in der Wissenschaft als sonst, aber es gibt eben Evidenz und Studien dazu. Ob die Ihnen ausreichend oder anderen ausreichend wissenschaftlich belegt sind oder nicht, darüber kann man natürlich immer streiten, ob es gibt auch meistens ja dann irgendwie wieder eine Erkenntnis, die durch einen etwas anderen Ansatz wieder was Relativierendes hat. Ich bin völlig entsetzt, wie diese massiven Einschnitte in Grundrechte, in Freiheiten, wie die einfach als selbstverständlich hingenommen werden und wie dann der Tenor bei vielen ist, könnte man das nicht noch schärfer machen, anstatt der Tenor, warum muss das sein? Man muss ja immer dann so tun, als das ist ein Fanatiker, der glaubt an die Verschwörung, der hält Corona für eine Erfindung. Und mit diesen Lügen bauen sie sozusagen einen Schutzwall. Das ist völliger Unsinn. Es gibt ja dieses Ranking der Relevanz, diese 10.000 Flies. Und wie wir da regelmäßig, also wir waren schon auf Platz 1, 2 und 3. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also meine kleine, mein Mini-Schnellboot überholt da die Riesentanker. Spiegel, Bild, Tagesschau.de und wo ja wirklich Unsummen drin sind. Und das macht mich dann ein bisschen stolz auf mich, auf mein Team, wenn ich sage, wir sind ja wirklich, wir sind Mini. Man denkt immer, es könne einen nichts mehr negativ überraschen bei dieser Bundesregierung und wird dann regelmäßig des Besseren belehrt. So.
von den Besucherzahlen, das waren im Juli 5,9 Millionen Besucher. Zugriffe sind es dann immer noch mal entsprechend mehr, weil die Besucher ja Verschiedenes anklicken. Und das hätte ich mir nicht mal im kühnsten Traum, hätte ich mir das träumen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist wirklich schon ein Faktor. Und es ist ja kein Zufall, wenn dann Seibert sich hinstellt und schimpft über meine Berichte. Dieser Artikel in der Süddeutschen, einer der Autoren ist jemand, der schon meine große Tochter als kleines Baby auf der Hand gehabt hat. Und durch dieses Vertrauen schleicht er sich ein, muss man wirklich sagen, sagt dann, ja, wir machen alles fair. Wir haben ein 50-minütiges Gespräch gefühlt, vielleicht war es kürzer geführt. Und ich habe wirklich versucht, wie ich jetzt mit Ihnen rede und sachlich. Und da ist dann nichts, nicht mal ansatzweise. Es ist nur, man hat dann ein Zitat oder zwei entstellend rausgezogen. Und als ich dann sagte, war ja mein Freund, wie gesagt, kannst du mir den Mitschnitt geben? Ja, nein, das iPad funktioniert jetzt nicht mit dem Mitschnitt. Und da wusste ich schon, ja, meine Kollegen haben mich gewarnt, sagten, die führen dich aufs Eis, die wollen dich reinlegen. Sag ich, das ist doch mein Freund, den kenne ich, das macht er nicht so. Was hat er auch versprochen, dass es ehrlich ist. Und das ist bitter, aber gut, da muss man durch. Oder jetzt ein Artikel in der Welt, wo man dann sogar ausgekundschaftet hat, mein Balkon, wo ich wohne, und dann irgendwelche, also wirklich tiefst unter der Gürtellinie. Das ist der Giftschrank der Geschichte, der hier aufgemacht wird. Und die merken das selber überhaupt nicht. Das ist eigentlich das Erschreckende. Ich bereite mir eine Ersatzlandebahn im Ausland vor. In meinem konkreten Fall ist das Montenegro. Ich komme mit einer Hausdurchsuchung klar. Das ist, für mich ist das kein Problem. Aber ich bin ja nicht allein zu Hause. Und ich will keine traumatisierten... Ich will nicht, dass dann ein Kind traumatisiert ist, weil ich hier den Helden spiele. Und ich möchte so weiterarbeiten, wie ich arbeite. Aber das vereinbaren mit der Verantwortung, die ich für andere auch trage. Und dass man sich solche Gedanken machen muss, ja, in Deutschland im Jahr 2021, das ist gespenstisch eigentlich.